So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zum Bussimulator 21. Wir machen heute die Mission mit Sonnenschein auf Stufe 3 aufwerten. Das ist, zumindest fangen wir damit an. Ob wir das heute in einer Folge schaffen, weiß ich noch nicht. Ich versuche mein Bestes. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht schaffen wir es nicht. Mal schauen. Gut, gehen wir rein ins ganze Gebilde. Wir müssen eine Route erstellen. Das Problem, wir sind eine Haltestelle, die ein bisschen scheiße liegen. Ja, war die das Thema. Die ist einfach. Die ist relativ einfach. Warte mal. So. Warte mal. Wir müssen doch schon wieder anders planen. Weil die geht ja jetzt hier vorbei. So, dann. Warte mal. Wir machen sie ein bisschen anders. Wir planen sie. Die. Habe ich hier rum? Sonnenweg. Die. So. Schieß. Warte mal. Kann ich die. Unter Sonnstein. Ja, die wäre kürzer, ne? Die Route. Unter Sonnstein. Ah, Sonnenschein ist so beschissen gebaut, ey. Das ist so ein ekelhafter Strand. Warte mal, sind wir so. Wir nehmen sie über Windfeld fahren. Wir fahren oben über Windfeld. So. Die. Kellergasse. Die. Sonnleitner Hof. Die. Sonnenweg. Die. Ist das schon so richtig? Sonnenweg. Und. Sonnstein. Hauptplatz. Die. Sonnstein. Hauptplatz. So. Warte mal. Sonnstein. So, ist einfacher für mich. Dann brauchen wir nicht alles doppelt und dreifach fahren. Und wir fahren die Bounty so. Das ist jetzt erstmal die Mission Sonnenstein auf Stufe 3. Route konfigurieren. Es sind natürlich zwei Haltestellen. Sonnenstein. Auf. Stufe 3. So. Anwenden. Ja, übernehmen. Ja. Wir müssen den Bus zuweisen lassen. Warte mal, schon hat er zugewiesen. Hat natürlich kein Zahltag, ist aber auch nicht tragisch. So, was haben wir denn zugewiesen bekommen? Ich will hier den Iveco haben. Den Urban Way. So. Zuweisen bearbeiten. Warum auch nicht? Alles klar. Hat einen Zahltag momentan bei Zahltag von $645, die wir kriegen. Aber das ist jetzt nicht weiter tragisch. Wir machen mal ganz einen kleinen Break, springen mal rüber zur Müllerstraße, die hier ist. So, also heute geht es ein bisschen um. Kurz hier gucken. Ich bin frei. Da ist der Bus. Herzlich willkommen. Moin, Chef. Möchtest du übernehmen? Ja, bitte. Oh, eine Pause? Super. Müllergasse. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber wir müssen jetzt mal kurz fahren. So, fahren wir ran zur Haltestelle. Du, ach du kleiner Sack, Junge. Windfeld Ost. Gut. Jetzt kommen natürlich die zwei Windfeld-Haltestellen, die brauchen wir ja mit dabei. Aber wir müssen jetzt anfangen, Sonnenschein aufzuwerten. Ist halt jetzt so. Leider eine Vorgabe, wir haben ja den größten Teil jetzt schon geschafft. Warum?
Warum auch immer ich jetzt Abwehr anhalten musste, ich musste. Es ist tatsächlich jetzt kein Fahrgast ausgestiegen. Aber ist egal. Na komm, wer weiß trotzdem. Diese Mission dauert. Diese Route dauert einmal 45 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir so zwei in der Reihenfolge schaffen. Wir sehen es einfach dann. Sonnenschein ist ein bisschen beschissen gebaut, das habe ich gerade schon gesagt, weil die Haltestellen A sehr, sehr weit auseinander liegen und B, weil es einfach sehr Serpentinen sind. Das ist eine sehr bergige, sehr ländliche Gegend. Aber es ist halt einfach so. Es ist ein bisschen blöde gemacht. Ist das mal ein bisschen zu schnell abgebogen? Okay. Die nächsten zwei Haltestellen gehören natürlich jetzt nicht dazu. Ist halt so. So. Was ist die Lieblings-PC-Taste der Stadtreinigung? Die Leertaste. Ich dachte fern von Müll. So. Meine Katze macht ein bisschen Unfug. So. Und? Na, mach Katze. Was ist das jetzt? Ja, das ist jetzt wieder so ein langwieriges Ding, was meiner Meinung nach hier nicht unbedingt dazugehört. Es ist, mich nervt es einfach, wie gesagt, ich muss natürlich jetzt diese ganze Route fahren, um halt diese Haltestelle aufzuwerten. Ich hab das eben gemacht mit dem Plattformwechsel mit Dreieck auf der PlayStation 4. Oh, das war keine Absicht. Ich bin auf falsche Taste gekommen. Ich wollte eigentlich auf Kreis drücken. Zwar um den Limiter reinzusetzen und nicht auf Viereck für die Tür. Das war jetzt natürlich blöd. Oh, das war keine Absicht. Mann, was drücke ich denn heute? Was mache ich denn für den Mist heute? So, Rollstuhlrampe, weil Rollstuhlfahrer. Wir haben schon gesehen. Du möchtest eine Fahrkarte? So, 3,20 gibt es zurück. Rutschenfahrer drin. So, Karte wieder rein. Und weiter geht die Reise. Richtung. Sonnenschein, Unterstadt ist die nächste Halte. Stelle. Hier heißt es unter Sonnenstein, Sonnenschein, Unterstadt, wie auch immer. Ich finde das manchmal ein bisschen blöd, als die Ansagen, beziehungsweise auch das sind die Haltestelle in den Texten, manchmal anders sind, als sie im Spiel heißen. Und da muss man manchmal echt ein bisschen suchen. Ist die Haltestelle jetzt? Ich komme zu Sonnenschein, das ist so der mittlerweile der ekelhaftesten halt Stadtteile, weil die halt die Runden extrem weit auf sind. Das ist anders als halt in der Stadt. Das ist gut, Kerstadt, der Westfield. Das war jetzt natürlich keine Absicht. Das war gar nichts, ne? Reicht. Ja, müssen sie wahrscheinlich sogar dreimal fahren. Insgesamt. Beziehungsweise viermal fast. Also es wird jetzt mindestens ein paar Folgen dauern, bis wir das Ding hier durch haben.
bin ich in die falsche Einbahnstraße gefahren. Ja, wahrscheinlich beim Rüberziehen eben. So, baut doch auf. War die direkt auf Stufe 3. Man hätte es ruhig auf 2 machen können, dann hätte man nicht so lange gebraucht. Aber es gehört halt leider dazu. Wissen wir, was ich jetzt mache? Ich baue das Ganze jetzt ein bisschen anders. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen nervig ist. Ich werde jetzt nochmal eine neue Route erstellen. Und zwar das ganze Thema andersrum. Auf einen anderen Bus. Damit wir quasi nicht allzu lange jetzt da hin und her gucken müssen. Unter Sonnstein. Mautnerhof. Wenn ich kann. Kellergasse. Ist natürlich jetzt nicht meins. Sonnstein, Hauptplatz, Sonnweg, Sonnleitner Hof, Sonnleitner, Müllergasse. Ist ja jetzt egal, weil die muss jetzt so Änderung übernehmen. Ja, so, das ist jetzt die Route 5, ne? Das ist jetzt sein, oder? Ja, das ist nicht die 5, das ist die 12, oder? Was ist denn das jetzt hier? Welche waren das jetzt überhaupt? Die unteren hier in Sonnenschein. Ist das einer von den. Kannst ja suchen. Drei? Nee, auch nicht. Was war das jetzt für eine Haltestelle? Was war das jetzt für eine Route? Windfeld, Windfeld, West. Unter Sonnstein. 3 und 10. Die 10 ist das. Sonnleitner, Sonnweg, Sonnweg. Und die 10, okay. Ist das die 10? Das war eine Sonnweg. 10 auch. Ach, das ist jetzt echt nur die Route, okay. Die ist das jetzt gewesen. Warte mal. Sonnleitner Hof. 8 ist das. Sonnleitner Hof. Soll ich jetzt den Sonnleitner Hof raus? Sonnweg. Sonnleitner Hof. So. Und dann nehme ich die. Eine von den Elfern mit rein. Nee, warte. Was ist jetzt 10 oder 11? Was ist jetzt? Genau, hier. Sonnleitner Hof. So. Änderung übernehmen. So, warte mal. Fahrzeug, Fahrzeug. Ich brauche ja einen zweiten Bus, der da fährt auf der Route. So. Bäm. Der hilft mir jetzt ein bisschen beim Aufwerten. Weil der fährt die Route jetzt natürlich in einer etwas anderen Variante ab und hilft mir so mit den Haltestellen. Weil die sind ja jetzt, werden jetzt öfters mal angefahren. Springen ein bisschen runter. Dann haben wir so vielleicht so 2-3 Folgen durch haben. Das ganze Ding hier. Mal gucken, wann das der Teamkollege, der Arbeitskollege entgegenkommt. Ist die Haltestelle. Es dauert jetzt alles leider ein bisschen, bis wir die hoch haben auf der, bis wir die auf 3 haben. Ein bisschen Verspätung haben wir. Da
der Mautnerhof. Der Mautnerhof. Da will okay, da vorne mit einsteigen. Wenn keiner einen Fuck hat oder was? Gut, dann fahren wir weiter. Die Kellerstraße. Kellerstraße, Kellergasse, wie auch immer. Hallo, dass wir das Ding hier nicht haben. Brauchen wir gar nicht, können wir gar nicht weitermachen. Wissen wir nicht, was als nächstes kommt. Wie gesagt, das Aufwerten ist immer ein bisschen. Das ist immer sehr, sehr trocken. Einmal werden wir es auf jeden Fall komplett fahren müssen. In dieser Folge hier noch. Das ist halt nur mal so. Deswegen habe ich ja vieles auch raus, habe ich ja die Haltestelle auch rausgenommen. Da auf der anderen Route und habe die auf unsere Route gesetzt, damit wir sie halt anfahren können. Nach und nach. Und ich brauche halt Geld, um den Bus irgendwann noch einen zweiten, noch netteren Bus zu kaufen. So, nee, ist nicht da oben. Das ist die Haltestelle, ne? Oder? Ja, das müsste die Haltestelle sein. Und es regnet. Es regnet gerade so ein bisschen vor sich hin. Kann mal wieder schönes Wetter sein. Aber es bleibt noch hell. Aber gut, wir haben jetzt Mittag, ne? Wir haben jetzt halb drei im Game. So. Hier kann man von ausgehen, dass wieder ein Auto rauskommt. Nö, diesmal nicht. Tatsächlich sind wir, kann man schneller rum. Jetzt habe ich gedacht, der kommt jetzt noch ein Auto raus. Aber ist scheinbar nicht. Und dann ist da hinten noch die Haltestelle. Die taucht so in der Ferne langsam auf gerade. Ich wollte gerade sagen, das ist meine Katze, die gerade mault, für die Leute, die es gerade interessiert. So, wir haben jetzt einen Zahltag. Da hinten ist immer noch ein Rollstuhlfahrer. Der mit einsteigen will, ist er schon drin? Ja, ne? Sieht so aus. Hm? Der steht der noch da? Der ist ausgestiegen. Er ist gerade ausgestiegen hier. Da ist er. Ist sie. Vergiss es, ich hasse solche. Sowas hasse ich wie die Pest. Auch genau diese Situation, wie ich es jetzt gerade erlebt, wie das jetzt gerade in Game passiert, habe ich tatsächlich auch schon mal in Real Life erlebt. Es kommen Leute entgegen. Der Bus steht an der Haltestelle. An diesen direkt an der Straße oder Haltebucht. Was macht der Autofahrer? Kommt auf die tolle Idee. Da muss ich unbedingt noch dran vorbei. Ich muss an den Bus noch vorbei. Ich muss. Scheiß drauf, da kommt was entgegen. Die werden schon irgendwo halten müssen. Ich klopp da einfach mal kurz vorbei. Ist mir egal. Warum bleibt man nicht einfach dahinter? Der Bus braucht teilweise nicht allzu lange. Aber gerade kurz. Ich muss mal ganz kurz was machen. So, liebe Leute, weiter geht's heute. Was geht's jetzt mit dem Bus-Simulator? Ich bin immer noch dabei, auf diese Route aufzuwerten. Wie ihr mitbekommen habt, meine Katze hat gerade ziemlich laut gemaust. Ich habe ja die Tür zu. Wir haben ja mehrere Katzen hier und deswegen lassen wir die teilweise auch ein bisschen getrennt laufen, damit ich alle. Wir haben jetzt zusammen fünf. Die laufen dann alle ein bisschen durcheinander und alles zum Lassen. Kein Überblick mehr.
Deswegen lasse ich meinen Kater manchmal bei mir sitzen und den Rest dann laufen und dann tauschen wir halt wieder. Aber ich werde halt extrem zu laut gemaut, seit ihr habt es mitbekommen in der Aufnahme. Ich nicht so, weil ich habe in die Kopfhörer drin beim Aufnehmen. Mich würde das die ganze Zeit beim Aufnehmen stören. Haben wir das jetzt einfach mal so gemacht. Ja, bitte mal sein. Wir machen heute weiter mit Aufwertung Thema Sonnenschein Teil 1. Weil das ganze Ding ja ein bisschen weitläufig ist und ich bin auch froh, dass dieses Stadtteil jetzt endlich durch ist. Irgendwann. Oh, Alter. Ja, scheiß halt im Prinzip so. Ist aber egal. Guck mal, ihr kommt sogar trotzdem, vorbei. Moin! So. Gut, kein Stehen gelassen, weiter geht die Reise. Und ja, ich habe tatsächlich mal kurz nachgefragt. Die Alpha Wall an dem. Ihr wisst, wo ich meine. Da bin ich nicht der Einzige. Tatsächlich, diese Alpha Wall gibt es tatsächlich öfters. Du musst halt, so wie ich das gemacht habe, die halte ich bis vor ran an die Haltestelle geht und bevor es raus von der Haltestelle geht, dann quasi direkt in den Gegenverkehr rein. Weil die Alpha Wall ist tatsächlich auf der rechten Spur. So, jetzt sind sie Gott sei Dank alle ein bisschen beieinander. Ich hoffe, das war so, wie gesagt, bald fahren anfangen können. Schwerrollt. Nee, voll gerade Sonnenweg! Oder Sonnenstraße, wie auch immer. Weiter geht's, Einheit zur Zeit. Level 194. Meinst du auch schon Level 200? Da sind noch einige Leute, die einsteigen. Wir müssen aber einen kleinen Moment warten. Die sitzt ja im Spiel. Jetzt sind alle drin. Weiter geht's. Ja, wir haben sie bald gerade jetzt auf 2. Wir sind so dreimal Fahrt auf 2. Aber ich hoffe, dass es, wie gesagt, schneller geht, wenn wir die auf 2 haben. Oh, ich bin. Flachsen jetzt? Ich muss jetzt wieder zurück. Wo ist denn da hin? Ach, da hinten hin. Ach. Nein. Das heißt, ich muss den Bus jetzt drehen, oder was? Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, ich sage, die Anschlüsse haben jetzt echt beschossen gelegt. Komm mal da weg, da! Müssen wir gerade ein bisschen mit Fahrgästen an Bord das ganze Ding umdrehen und du versuchst jetzt gerade da noch vorbeizudrücken, Kollege. Schaffst du sogar. Du schaffst das sogar. Das ist, manchmal ist das ein bisschen blöd, ja? Flachst mich da gerade so ein bisschen. Das ist die letzte Haltestelle übrigens, der Hauptplatz. Und dann fahren wir das ganze Ding noch einmal an. Und noch einmal, und noch einmal, und noch einmal. Nein, ich weiß gar nicht, wie oft wir so fahren. Dreimal, viermal vielleicht? Keine Ahnung. Wir werden sehen. So. Ich hasse das, wenn die Leute dann so abrupt bremsen. Ich wollte gerade sagen, das ist schon die Haltestelle, aber das ist sie nicht. Das ist sie noch nicht. Das ist nämlich der vorige. Wir müssen sie ja drehen einmal. Eigentlich hatte ich vor, ein bisschen anders zu schicken. Das ist nämlich die 8. Nachher die vorige. Und ich kann sie nicht mal abkürzen, weil die Haltestelle ist quasi hier links oben. Irgendwo. Ja, hätte auch gereicht, wenn es einmal kurz angeboten und abgefahren wurde. Da bin ich vermutlich sonst schon mit einer Route oder was auch immer. Es regnet immer noch, ne? Na guck, der nächste Bus, sehr gut. Wenn der uns schon
wenn der uns jetzt hilft, gerade so ein bisschen. Ich habe ja bewusst den zweiten Bus eingesetzt auf dieser Route, damit der quasi auch einmal mithilft und wir das halt ein bisschen schneller auf die Reihe bekommen. Da ist er noch. Upsi. Schubsi, lala, ich bin da ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen. Das geht auf mich. $95. Und was mir heute auch noch passiert ist, also privat auf Arbeit, heute ist ja Dienstag beim Aufnehmen, also quasi für euch vorgesehen. Ich hatte das gehabt, da bin ich in den Shop reingefahren und hinter dem Ortseingangsschild ein Stück weiter ist ein Blitzer. Und in dem Moment ist ein Auto an mir vorbeigeflogen und der war, glaube ich, so auf seiner Hälfte, ich war auf der seiner B-Säule. Er war zu schnell unterwegs. Hat's geblitzt. Jetzt muss ich mal gucken, ob das tatsächlich dann kommt, dass ich das Knöllchen bekomme. Ich war zu lang, also langsamer als es soll. Es war 50 erlaubt, ich hatte 45 drauf oder so. Der war halt einfach schnell unterwegs. Da meinte der Klug zu sein, oh, ich fahre noch an den Bus vorbei, das passiert schon nichts. Zack, kennst du euch. Tschüssi. So. Sonnstein, Hauptplatz. Sonnstein, ja. Sonnstein. Der Hauptplatz ist jetzt auch schon auf 2. Sieht ihr da? Das ist, geht jetzt gerade auf nicht mehr. Kellergasse. So, jetzt fahren wir das ganze Ding noch einmal. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Sonnstein. Sonnstein, Hauptplatz. Gut. So, jetzt fahren wir zurück. Ja, was ist halt? Die Müllergasse. Das ist jetzt wieder die erste, weil ja, die müssen wir jetzt hier nochmal anfahren. Ne? Aber komm, die machen wir dann in der nächsten Folge nochmal die Mission und das dauert halt alles ein bisschen. Es tut mir leid, ist halt so. Ciao.